Oh, Yumi. Ich habe ja ein paar Briefe für Masaru. Aber sein Briefkasten ist voll. Könntest du Masaru bitte sagen, er soll in seinem Briefkasten Platz für neue Briefe schaffen? Ich zähle auf dich. Oh, ich hole erstmal meinen übelsten krassen Hammer raus. Kann ich auch Peter schlagen? Peter, bleib mal stehen. Nein, ich kann Peter nicht schlagen. Wieso kann ich Peter nicht schlagen? Kann ich irgendwie... Hä, wieso kann ich Peter nicht schlagen? Das Leben macht keinen Spaß mehr. Elik ist auch da. Hallo, ich bin auch da. Ich weiß nicht, warum du Peter nicht schlagen kannst. Ich will Peter schlagen. Oh Mann, ich habe halt aus Versehen die Bodenplatte weggemacht. Oh Mann, ich bin zu dumm für dieses Spiel. Oh. Okay, wir gucken mal, was da also drin ist. Du musst in deinem Inventar Platz machen. Was? Vom Postamt, von Rubina, vom Postamt und von Apollo. Apollo! Sind wir ausgezogen? Anscheinend. Und Rubina! Oh Mann, scheiße, ich bin ein dummes Stück Kacke. Was? So, warte mal. Ups. Ich lasse dich erstmal ein. Oh mein Gott, hier sieht's aus wie Kraut und Rüben. Oh mein Gott. Und der Vogel zwitschert. Also der Vogel, der Neuigkeiten an teasert. Der bei mir schon eine Eule ist. Willkommen in den Bahnhof von Chile. Was willst du heute machen? Ich will jemanden einladen. Möchtest du jemanden über den lokalen Modus einladen oder über den Online-Modus? Über den Online-Modus. Willst du den Online-Modus starten? Nein, bitte nicht. Ich möchte das bitte ohne Internet. Ja, bitte. Ich mach mal. Das ist auch eine typische Nintendo-Frage. Ja, sowas von. Ich mach dich mal ein bisschen lauter. Ey, wen möchtest du einladen? Na, beste Freunde. Beste Freunde. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich habe immer noch mein Weihnachtsoutfit an. Macht nichts. Läuft bei mir, ne? Du kannst übrigens rein. Rein chillen, okay. Du aller Chiller, du. So, mal gucken, was jetzt hier alles neu ist. Ich hab einen Hammer. Okay, Glückwunsch! Heute hat Kurt Geburtstag. Oh, Kurt hatte gestern Geburtstag. Na toll. Kurz verpasst. Na, kann ich irgendwie auch mal. Wettervorhersage. Sieht so aus, als würde die Regenzeit bald ihren Hut nehmen. Aha. Sobald sie vorüber ist, verziehen sich die Wolken und es wird heiß. Heute hat Tanja Geburtstag. Morgen ist längster Tag des Jahres in Chile. Was? Am 30.06. war der längste Tag? Am 20.06. war der längste Tag? Ja, ich glaube. Aber, also hatten wir dieses Jahr quasi schon die Sommersonnenwende? Ja, die müsste schon gewesen sein. Ich darf übrigens nicht zu dir, weil du Schilder liest. Reier! Ich kann nichts dafür. Oh, gute Reise. Danke. Anfassen. Wie findest du das, dass Animal Crossing jetzt wohl bald fürs Handy rauskommt? Scheiße. Nicht so optimal. Gut, wir sehen das also gleich. Hä, warum machen die das wirklich fürs Handy? Na, die nach Pokémon Go wollen sie wohl Animal Crossing und Fire Emblem. Go! Mobile machen. Devices rausbringen. Und ich habe Angst, dass es halt alles voller Mikrotransaktionen wird, vor allem Animal Crossing. Das wird auch genauso sein, das kann nicht. Oh, eine Lampe, sein. Die kostet 20 Cent. Du willst ein echtes Bild drauf haben, das kostet 5 Euro. Naja, vermutlich wird es genauso drauf hinauslaufen. Oh, ein bärtiger Mann kommt. Ja. Mit Krone, aus Alcadeas. Du siehst ja halt nicht mal aus wie ein Mädchen. Buh! Ey. Wir sind nur Mädchen erlaubt, wir sind voll die krasse Pflanzen-Pokémon-Arena und so. Ich bin Erika. Ah. Guck mal, ich hab einen Hammer. Oh, scheiße. Das ist voll der Pokémon-Kampf. Ja. Ich bin ein Weihnachtsbaum-Pokémon und du bist ein Königs-Pokémon. Du bist ein Stäbedick. Ja. Du hast mir voll ins Gesicht. Oh, jetzt ist der Vogel nicht mehr da. Glückwunsch, er hat Kurt Geburtstag immer noch. Morgen ist es Insektikus-Turnier. Genau. Das sind die Karte. Oh, jetzt ist hier. Oh, ich hab sie breit getreten. So, hier ist Unkraut, soll ich sie pflücken? Ja, pflücke das Unkraut. Okay. Hier wohnt Thomas. Gucken wir mal. War Thomas der Hund? Ja, Thomas war doch der Hund. War das der beigefarbene? Thomas!
ja. Oh, was, Yumi? Du bist einfach verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Und das für eine halbe Ewigkeit. Das ist nicht fair. Du musst versprechen, dass du nie wieder weggehst. Ich hab dich so vermisst. Oh. Der ist mit Biesen mein Lieblingshund. Oh. Er tut so. Dann habe ich sogar, da hat mal gecampt bei mir. Und dann habe ich schon so lange voll gelabert, bis er bei mir einzieht. So, erstmal zur Schule gehen. Bedrängen. Hier wohnt Tatjana, ich glaube, die kenne ich noch. Das war glaube ich, die Ente, ne? Das war Cube, ne? Genau. Okay. Da ist noch ein Haus. Bambus! Bambus, magst du Bambus? Ja, ich mag Bambus. Dann muss ich nachher pflücken. Oder ausgraben. Das ist, glaube ich, Gustavia, die blöde Kuh. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sind gerade mal hier. Oh, ich glaube, steht bald jemand. Ach nee, es ist dein Campingplatz, oder? Ja. Hier mal, steht bald jemand. Da steht bald jemand. Axel kenne ich auch noch. Ja, ich glaube, die sind nur Leute ausgezogen, aber keine neuen ein. Es macht mich sad und mad und bad und blöd. Hörnchen. Ich glaube, Hörnchen kenne ich auch, aber... Hörnchen ist voll süß. Oh, heute ist hier DK da. Ach, Rainer, bei mir ist Smeralda da. Rainer, nicht mit AI. Oh, willkommen im Rainers, nicht mit AI, Galerie. Wenn du Kunstwerke von Weltrang zu verdächtig günstigen Preisen suchst, bist du hier Gold richtig. Mhm. Ah. Aber was weißt du ja, das weißt du ja bereits, Cousine. Mhm. Ja, Rainer mit nicht AI ist gut. Mhm. Weißt du, warum ich das sage? Weil es noch einen anderen Rainer gibt? Ja, mit AI. Ach, Quatsch. Boah, jetzt muss ich mal gucken, welche von denen hier echt sind. Kennst du das schon aus? Ich darf nicht in das Zelt, da steht da, ich bin in einer Kundenberatung. Oh. Er ist halt in einer Kundenberatung, jetzt lass ihn mal. Und ich weiß nicht, welche richtig sind. Jetzt lass mal meine Maus durchs Bild fliegen. Meine Maus, die wird mit aufgenommen. So. Special Effect. Special Effects Rainer mit Nicht-AI. Wie heißt denn da im Original, weißt du das, im Englischen? Nee. Doch alle intelligenterweise doch immer andere Namen. Ja. New Leaf, Nef Leaf, Rainers Zelt, Bilder für Statuen, Fälschungen und was weiß ich. So, guck mal. Oh, das ist da, das Einfachgemälde. Wo ist denn das? Das war doch, habe ich gerade irgendwo gesehen. Da. Im echten Bild hat der Mann nur eine Hand an der Hüfte gestützt. Ah, das ist ein echtes. Sehr gut. Oho, dieses Einfachgemälde scheint dir sehr, sehr angetan zu haben. Ich trenne mich schon ungern davon, aber naja, du bist voll geil und so und deswegen gebe ich das dir trotzdem. Ja, bitte, ich gönne es mir. Gönne mal, ey. Ja, ist gut, Rainer, mit nicht AI. Hamene! Oh, ich bin gestern mit meiner Mutter Auto gefahren. Und dann lief hier Hans Entertainment mit Hoch der Hände, Wochenende. Kennst du? Nee. Kennst du nicht Hans Entertainment mit Hoch der Hände, Wochenende? Nee, das sagt mir gar nichts. Da geht's auch so Hammen die ganze Zeit. Das war so dumm. Achso, ich wollte das Geräusch nur so machen, weil du es gemacht hast. Ich dachte, das ist gut. Na, willst du es nicht ins Museum schaffen oder darfst du das nicht, wenn ich da bin? Ich bekomm's doch erst morgen geschickt. Ach ja. Ah, da kann ich mal reingucken. Ja, kannst rein illern, du oder Lübbel. Achso, da sehe ich natürlich trotzdem nicht das Bild, was du gekauft hast. Nicht? Ach doch, ich seh's. Ich dachte, da ist nur so ein Verkaufsschild. Ist es nicht eigentlich da? Nee, es ist noch da. Ich dachte, es wäre so wie bei... Ich dachte eigentlich auch, dass das da so wie, dass da so dran steht, wie ja schon reserviert oder so. Ha, dieses Einfachgemälde hat bereits Yume weggeschnappt. Schnapp. Sie muss mit einem untrüglichen Auge für Kunst gesegnet sein. Fast schon beängstigend. Was haben wir denn da? Knabe in Blau. Ach, da ist ein kleines Schild davor. Glaube ich zumindest. Oh, Pion schläft. Boah, ich war heute beim Mediamarkt, Nova Ventes.
Die haben da, ja, die hatten einmal die coolen Yoshis für 14 Euro. Und sie haben auch ganz viele Amiibos für 5 Euro verkauft. Wie cool. Ja, und ich so, aber ich hab derzeit, ich weiß nicht, derzeit bin ich ein bisschen geizig wegen meiner derzeitigen Lage. Habe ich schon ein bisschen Angst. Kann ich verstehen. Deswegen habe ich mir nicht mal die gegönnt. Aber ich habe letztens Hendrik Tom Nook geschenkt, das Amiibo. Und hat sich übelst super gefreut. Cool. Hat sogar heute ihn fotografiert und hat es getweetet. Und dann dachte ich so, schön. Das ist Rudi. Hey, Yoyome, sag mal, hast du abgenommen? Oh, wenigstens einer, der das denkt. Du solltest mal etwas Muskelmasse zulegen. Ich gebe dir auch Tipps. Oh Gott, ist gut, Hendrik. So, Nook und Dukes Einkaufswelt. Hallo, ich will gerne rein. Ah. Ich muss dann auch noch gucken. Gut, an dem Strand hat sich noch nichts getan. Okay. Wie noch nichts? Was hast du denn erwartet? Na, ich dachte, du hast irgendwelchen Krempel hingelegt oder so. Ich leg doch keinen Krempel an meinem Strand. Ja, ich meine so, tolle Muscheln. Tolle Muscheln? Kann ja sein. Die sind echt toll. Ja. Die ganze Familie. T-O-L-L. Toll. Toll. Oh nein, Quentin. Oh Junge, was für ein Zufall. Ich bin heute zum Einkaufen nach Chile gekommen. Aber ich hätte so nicht gedacht, Zufall, dich zu treffen. Ich hasse dich. Oh, eine Schreibtischlampe. Oh, du kannst sehen, eine Arbeitslampe. Wow. Das könnte ich mal sagen. Kurz vor meiner Aufnahme, die wir gestartet haben, ist meine Schreibtischlampe nämlich kaputt gegangen. Deswegen ist das gerade so witzig. Das ist echt verrückt. Was ist denn das?